Cappuccino! What? Yo, grüß Gott, Freunde. Ich bin immer wieder hier am Start heute, Samstag, der 23. oder 24. Dann geht's auf Tour. Mal gucken, wo es mich hinschlägt. Ich denke mal auf eine Prunksitzung in Rheinstetten und mal schauen, wo ich dann noch hingehe und wen man so trifft. Und ihr seid natürlich heute mit am Start. Und deswegen bis gleich. Ich mache mich jetzt mal fertig und dann melde ich mich zurück. Yep. Ich lass den Bass von der Leine und die Kette. Yo, Freunde. Und ich bin fertig gerichtet. Ich habe schon mein Kostüm hier. Ich gehe heute als Froschprinz. Als Frosch. Und wenn man mich küsst, werde ich zum Prinz. Ich muss mich ja verkleiden, weil das ist schon Prunksitzung. Ich nehme es auf jeden Fall jetzt mal mit. Die nächste Party, die ich dann gehe, da habe ich mein Styling natürlich unten drunter. Und jetzt geht's dann gleich los. Jetzt gehe ich erstmal noch kurz ins Federbächle, da ein, zwei Bierle trinke. Dann auf die Prunksitzung in Mörsch. Und danach schaue ich mal weiter, wie, was, wo. Also, ich halte euch auf dem Laufenden. Bis nachher. Ach ja, was mir gerade einfällt. Gestern war ich auf einer Geburtstagsparty noch, auf einem 30er Geburtstag. Ich hatte meine Kamera leider nicht dabei. Aber ich habe mein Handy dabei gehabt und habe mit dem Handy ein bisschen gefilmt. Wenn das was geworden ist, blende ich das jetzt hier an dieser Stelle kurz ein, zeige euch kurz, wie es war. Ansonsten melde ich mich dann zurück von der Prunksitzung oder aus dem Federbächle. Dementsprechend halt. Also bis gleich. Jupp. Hallo Freunde, heute mit dem Handykamera. Ich bin hier gerade auf einer Privatparty vom Daniel, die 30. Geburtstagsparty. Wie ihr eben hier kennt, ja, das ist die Jasmin vom Morgen. Vom Silvester V-Log. Ich zeige euch mal, was hier gerade abgeht. Wir sind gerade im Federbächle hier. Ich überrede jetzt noch hier den Giancarlo, der auch mal wieder da ist. Zu was überredest du mich? Zur Prunksitzung, dass ich nicht allein gehen muss. Ah, du bist nicht allein auf der Prunksitzung, du findest da noch Leute. Ich bin da zuversichtlich, so bekannt wie du bist, dass du noch jemanden findest. Auf welche? Egal, auf der Prunksitzung, Mörsch, habe ich gedacht. Also Leute, wir bereden das. Ich melde mich dann von der Prunksitzung zurück. So, yo Freunde, ich bin gleich in der Keltenhalle, Prunksitzung. Ich komme ein bisschen spät, aber macht nichts. Ich bin eh jetzt irgendwie allein, Tamara kann nicht, die muss schaffen, die fährt mich gerade extra hin. In die nächste bitte rechts abbiegen, das ist hier, genau. Ah, man sieht, da stehen schon einige Autos. Ich glaube, die Pause war jetzt gerade, jetzt gehe ich halt mal rein. Ich bin als Frosch verkleidet, wie ihr seht hier. Boah, das Kostüm, ohne Scheiß, Leute, das Kostüm stinkt so eklig. Ich weiß nicht warum, aber es stinkt eklig. Also, ich bedanke mich fürs Hinfahren, Dankeschön. Tamara ist heute super gut, geil drauf. Ah, da ist gerade die Pause. Nee, ich war bitte nicht. Warte, ey, bitte, das ist schon blöd. Vor allem ich mit der Kamera, Mann. So, Freunde, könnt mal gucken hier. So. Kannst du sagen, Andi, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, viel Spaß. Und wenn du den Prinz küsst hier, mit der Frosch küsst. Stinkt. Wenn du den Frosch küsst. Du küsst keine stinkende Frösche. Wenn du den Frosch küsst, dann wird er zum Prinzel. Der stinkt. Da im Gesicht nicht. Ich küsse keine stinkende Frösche. Der Strich stinkt echt eklig. So stinkt man nicht mal, wenn man drei Tage nicht geduscht hat. Yo, Sebi, der Sokol. Wir stehen gerade vor der Keltenhalle. Heute Sprungsitzung.
Stadtmusikanten. Stadtmusikanten. Erste Prunksitzung, 2005-Sitzung. Die nächste ist am 31. hier in der Kellerhalle am Tummelplatz 6. Kommt alle, es gibt noch jede Menge Karte. Abendkasse geht auch, oder? Ja, natürlich, selbstverständlich, immer. Wir sind nie ausverkauft. Das können wir jetzt hier ändern. Jo, Freunde, ich melde mich nachher zurück. Jo, Freunde, ich bin jetzt in der Halle drin. Ich zeige euch mal, was ihr gemacht habt. Das ist nur die Vorhalle hier. Innen drin findet das Geschehen statt. Oh, endlich. Freunde, ich darf euch bitten, wieder reinzugehen. Geht's weiter, es war gerade Pause. Ich hab Anweisungen bekommen. Also bis gleich. Danke sehr. Ich zeig euch mal die Halle innen drin. Ja, habe ich auch schon mal einen Live-Auftritt gehabt. Aber ich kann mich noch erinnern, da ist die Halle auch schon mal doppelt so groß. Die kann man nämlich hier abtrennen. Da hinten ist die Halle nämlich doppelt so groß. Da geht es nämlich mal weiter. Das Problem ist jetzt, ich bin so spät da. Ich habe auch gar keine Eintrittskarte gehabt und keinen Platz. Und jetzt hocken sich alle nämlich auf ihre Plätze hin und ich muss gucken, was ich mache. Ich bin auch allein. Der Mädel, wo ich hingehen wollte, die hat keine Zeit gehabt, kurzfristig. Tami muss schaffen. Jetzt mal gucken, wen ich noch so kenne. Aber hier hocken ja ein paar schon Mädels. Ich laufe jetzt dann nochmal raus und guck mal, wer da draußen noch so rumlungert. Ich melde mich dann zurück. Meine YouTuber-Grüße. Hi. Schau, dass ich kein Indianer habe, sie dir haut. Beim Dieter Bohlen hast du mich gesehen. Und jetzt ist die Tanja Wieland hier. Die Nicole. Die Tante. Ja. Ich bin Nicole. Sag mal hallo, weil ich zeig dir was weiter. Ich bin die Tante Nicole, hallo. Yo, jetzt sind wir im Internet. Guck. Deswegen bin ich hierher gekommen, Freunde. Nur wegen diesem Kuss. Kann ich mal sehen. Und du kommst mal ins Federbächle, schwedisch in St. Fasching? Ja, ich komme. Ich wohne also, gerade um die Ecke vom Federbächle. Also einmal im Monat mache ich da DJ-Party, immer was anderes. Okay. Und jetzt in Fasching halt 6 Tage am Stück. Cool, ich komme. Spätestens am Rosenmontag. Du warst ja vorhin mit der Kamera im Agora, gell? Oder? Im Agora war ich auch, ja. Ja. Beim Jan Leik. Ich spiele im Normalfall Dinkelhorn. Genau. Ich mal guten Tag sagen. Also Linda. Ich war mit Linda da. Ah, du warst mit Linda da. Linda ist drauf angesprochen worden, dass du in meinem Video warst. Hast du mitbekommen? Okay, du bist ja doppelt in meinem Video. Gar nicht. Gott, oh Gott. Wo finden wir das? Aber nicht im Fatzebuch. Chino Wild TV, YouTube. Nicht die Gina Wild, sondern der Gino. Okay, jetzt hat er sogar Spider-Man-Effekt, das finde ich geil. Ja, da hat einer draufgebissen. Ja, siehst du? Im Vollsuff hat ein Typ draufgebissen. Im Ernst? Kriege neue, also kriegst du okay. Starter, die wird schnagelneu gewesen. Und das wird jetzt alles aufgenommen, ne? Das wird gerade alles aufgenommen, ja. Ich grüße Linda, komm was los. Vielleicht werden wir noch essen. Die dumme Sau. Kleine Fotze. Das muss ich abbiepsen. Piep. Nein. So Leute, ich melde mich nachher zurück. So Freunde, jetzt bin ich hier im Backstage-Bereich gerade. Jetzt suche ich nämlich den Dieter Jürgens, der hat nämlich gleich seinen Auftritt. Mal gucken, wie der das findet, wenn ich den vorher noch kurz filme. Bühne, eigentlich darf ich es nicht. Ich mach's aber einfach. Naja. Wer will nicht wohnen? Ach? Wer will nicht wohnen? Hier gehen wir noch vor, bitte.